R. Kelly, 52, muss sich in einem laufenden Prozess gegen Missbrauchsvorwürfe wehren. Er soll sich an minderjährigen Frauen vergangen und sie sogar in seinem Haus festgehalten haben. Über 20 Jahre lang haben sich immer mehr mutmaßliche Opfer des R. Kellys ehemaliger Anwalt behauptet, dass dem 52-Jährigen Spritzen gegen seinen extremen Sextrieb verabreicht wurden. Ich verrate euch ein Geheimnis, ich ließ ihn zum Arzt gehen, um Spritzen zu besorgen, die den Sextrieb töten, offenbart Ed Gensen der Chicago Sun-Times. Der 77-Jährige vertrat R. Kelly 2008 in einem Gerichtsverfahren, in dem es um den gefilmten Sex mit einer 14-Jährigen ging. Der Musiker wurde damals freigesprochen, laut seinem Anwalt, wegen der Spritzen. Er war verdammt schuldig, meint der 77-Jährige heute. Damals war er angeblich schuldig und heute. Die Beweise wiegen schwer. Bisher scheinen nur zwei Frauen, mit denen der Musiker in einer Dreiecksbeziehung lebt, R. Kelly in Schutz zu nehmen. Und selbst da werden Vorwürfe laut, er habe seine Freundinnen einer Gehirnwäsche unterzogen. Splashnews.com Musiker R. Kelly, Februar 2019 Anzeige Daniel Boczarski, Getty Images R. Kelly während seiner The Buffet-Tour Anzeige Getty Images Azriel Clary und Jocelyn Savage während des Prozesses gegen R. Kelly, Februar 2019 Anzeige Tipps für Promi Flash. Einfach E-Mail an tips@promiflash.de.